Auf jeden Fall kommt jetzt Wasser nach. Scheint jedenfalls so. Was sagen die? Die sind bei der Arbeit. Okay. Los Leute, füllt mir den Pond auf. Ja, das wäre. Artifact has been completed. It will be engraved for years to come upon our walls. I hope one gets in my room. Okay, mein neuer Herbalist hat Tostutir created. Ein Zepter, was wir nicht vertauschen sollten. Artefakte, Waren. Was waren Artefakte nochmal? Ach, L. So. Okay, wir haben nur ein Artefakt. Ein Konglomeratzepter von feinster Qualität, umrandet mit quadratischen Konglement-Kabuchons, und auf dem Gegenstand ist ein Bild von einer springenden Spinne und ein Bild von Zwergen in Sardonyx. Die Zwerge arbeiten. Und das Kunstwerk bezieht sich auf die Gründung von Talon Ropes von The Armory of Charms of the Fateful Sex. Ja, sehr tolle Namen. Also Charm, lass mich jetzt nichts Falsches sagen. Charm ist nicht unbedingt Charme. Charm. Wie könnte man das nennen? Was war? Charms sind, glaube ich, irgendwelche Schmuckstücke gewesen. Auf jeden Fall irgendwelche Säcke. Ja, tolle Namen haben manche Zivilisationen. Und hey, guckt euch das an. Ich hätte nichts sagen sollen. Ich wollte nämlich gerade die Zwerge loben dafür, dass sich der Pond langsam füllt. Aber nö. Du machst gerade Pause. Naja, ist egal. Der Pond leert sich wieder ein bisschen, aber er füllt sich auch. Ich glaube, er füllt sich gerade ganz langsam etwas schneller, als er sich leert. Hoffe ich jedenfalls mal. Ja, ein ganz kleines bisschen schneller füllt er sich, als er sich leert. Sehr gut. Wenn nämlich unsere Farmen gesichert sind, wir haben übrigens schon den zweiten Monat, was nicht so toll ist. Eine Elfenkarawane, denen wir nichts geben können. Weil ich vergessen habe, neue Rockcrafts zu machen. Genau. Crafts. Oh, wir haben zwei Craft Bins. Trader requested. Na, viel können die uns wahrscheinlich auch nicht geben, die Elfen. Was wir zurzeit brauchen würden. Höchstens Stoff. Also Textilstoff, nicht irgendwelche elfischen Kräuter.
Die könnten uns beim Wasserschleppen helfen. Die könnten uns ein paar... Ja genau, warum nehmen Zwerge eigentlich nicht Fässer? Die sind doch größer. Wahrscheinlich werden sich die Zwerge hüten, gute Bier-Alkoholfässer mit Wasser zu füllen. Nachher trinkt das aus Versehen noch einer. Okay, die Elfen kommen zum Glück nur mit... kommt zum Glück nur mit ja, kommt zum Glück nur mit Eseln oder Pferden oder Hirschen oder auf was auch immer die reiten. Sie kommen nicht mit Karren. Aus mehr Wasser, wir brauchen mehr Wasser. Kann ich jetzt handeln? Ja, kann ich. Okay, wir haben Fire Clay und Sandy Clay. Den nehmen wir mal mit. Und wir sollten aufpassen, dass wir nichts sehr Wertvolles vertauschen. Also ich guck mal, dass ich alles reinwerfe, was ich habe. Also mit sehr wertvoll meine ich mein... neues Super Zepter, aber das sehe ich gerade gar nicht. Flöte, nö. Hatte vielleicht noch keiner die Möglichkeit, es wegzubringen. Ich hoffe mal, ich vertausche es jetzt wirklich nicht. Ich sollte es mir vielleicht... Also es ist auf jeden Fall ein Zepter. So wie das hier. Nein, du bist nur ein normales Kongle mit Zepter. Earring, du bist auch nur ein normales Zepter. Du bist auch nur ein normales Zepter. Du auch, so. Okay. Sandy Clay. Ihr habt sehr viel Holz. Gib mir mal zwei Cages. Oh ja, habt ihr vielleicht... das da. Bisschen Rope-Reed Fiber. Wobei, solange ich keine... Naja, okay, man kann nie wissen. Prickleberries, genau. Die nehme ich mal. Und Redweed nehme ich auch mal. Weil Strawberries, da müssen wir halt gucken, dass wir noch mal ein bisschen über die Runden kommen mit unzwergischem. So. Ah, die Prickleberries nehmen wir noch mit und dann traden wir. So, um sicher zu gehen. Nein, das ist noch da. Gut. So. Das ist immer so ein Hin und Her mit dem Wasser da drin. Nicht schön, gar nicht schön. Wie sieht's hier aus? Ah, sieht langsam okay aus. Ja, an mehr Zwergen liegt's nicht. Es liegt am fehlenden Eimern gerade. Mehr oder weniger. Und mir wächst ein Busch.
Ja, ich sollte gucken, dass ich da mal ein Dach drauf setze. Naja, ich habe hier jetzt Zeit, also kann ich schon mal. Walls bauen. Und zwar aus Blocks. Davon habe ich ja jetzt schon mal ziemlich viele. Noch ein Wall. Aus Blocks. Und noch einen Wall aus Blocks. Ups, falsche Richtung. So. So. Es war auch jetzt ein bisschen unpassend für meine Eimerträger. Einhöckriges Kamel. Oh ja, und ich sollte Zonen. Gucken, dass ich diese Sachen. Okay, du bist ein Tier, was einem gehört. Lama, Water Buffalo und das war's auch schon. War es das wirklich schon? Ja, eine Water Buffalo Cow. Und noch eine Water Buffalo Cow. Ich glaube, wir müssen mal kurz hier in der Küche nach. Hier unter Animals nachgucken. Ja, nur das Baby-Alpaka gehört jemandem. Das Lama und die Wasserbüffel, die sind. Ja, die gehören niemandem. Die können wir dann zur Schlachtung freigeben. Er kommt schon, wie viel fehlt denn da noch? Gut, über ein Viertel fehlt noch. Das heißt, weil ich keine Eimer habe. Wobei, jetzt sollte ich eigentlich genug Eimer haben, aber es kommt trotzdem immer noch die Fehlermeldung. Sind nicht mehr viele Blocks übrig, merke ich gerade zu machen. Designation. Geben wir schon mal hier den Remove-Befehl. Das werde ich jetzt allgemein erstmal macht noch in Auftrag geben, die Ramps zu removen. Also nicht nur die hier, sondern auch die, die ab hier eben überflüssig sind. Die also. Und die hier. Die hier. So, die hier. Und die hier. So. Und ja, ich habe es mir fast schon gedacht, dass sich durch den Regen die Wasserpegel in den Seen irgendwann wieder regulieren. Ich habe es jedenfalls gehofft. So, die Rampen hier sind schon mal fast alle weg. Okay. Rampen entfernen scheint den Jungs eine höhere Priorität zu haben. Und da wollte einer nicht trinken, weil das Terrain zu gefährlich ist. Was für Blut ist das da? Truthahnblut, okay. Naja, Truthähne könnt ihr ruhig jagen, die wehren sich ja kaum. Jedenfalls wäre es peinlich, wenn geschulte Jäger in Anführungszeichen sich von Truthähnen töten lassen. So, jetzt müssten wir aber genug Buckets haben, um das Ding zu füllen.